Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Morello hat versucht, den Don zu töten. Nicht Tommy, nicht Pauli, nicht sonst wen. Das gibt Krieg. Ich bin bereit. Hoffentlich. Hey, du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Hab noch keinen Ärger gehabt. Ich weiß gar nicht so richtig, wo es hochgeht. Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Sorry. Aber das ist ja der Besprechungsraum hier. Da wird ja garantiert keine Treppe hochführen. Aber da war jetzt noch ein Gang. Das könnte ein Treppen. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ja. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinnie hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer. Ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay. Ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. Mal kurz hier reinlinsen. Rion. Da ist ein roter Punkt auf der Karte gewesen. Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Das war's jetzt. Get to the docks. Dann gehe ich mal zu den Docks. Ja, langsam ist ja ein krasser Fuhrpark. Hat er noch was zu erzählen hier? Vinny hat gesagt, ich soll in der Bar bleiben, zur Sicherheit. Ja. Dann tu das. Ich nehme jetzt dieses schicke Auto. Schicke Auto. Ja,
Oh, erst links, dann rechts. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Aber das fährt sich echt super, muss ich sagen. Ich habe fast die Vermutung, auch wegen den Pfeilen, dass der Schwierigkeitsgrad gechanged ist. Wurde. Wahrscheinlich gechanged ist. Also bevor wir jetzt in die Docks reinfahren, muss ich da nochmal nachschauen. Das fährt sich ja super geil. So. Ganz kurz. Classic, okay. Ja, dann habe ich die vorher einfach nicht gesehen. Einfach so übelst brutal räudig geparkt, ey. Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karte. Okay, ich sehe da schon zwei rote Punkte. Die dürfen mich wahrscheinlich nicht sehen. Wie mache ich das jetzt? Ich hatte einen Job. Ich habe Arbeitsmoral. Sie nutzt mich nur aus. Das ist grausam. Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Wer hat mehr getan? Bist du Sam? Du siehst nicht wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Das ist ja ein Zufall. Ach, das war eine Karte, die ich da gesehen habe. Ah, okay, das muss ich mir merken. Ja. Er ist halt krass am Abwursten, ne? Typ. Endlich ein richtiger Job für dich. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Klar. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge. Keine Sorge. Das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Die 3 cm jetzt nicht selber gehen können. Was. Steht dir? Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Na, halt dein Maul. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen, dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los. Ganz unzuversichtlich. Im Vergleich zu den ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Aber meinetwegen. Eher nicht. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Hm.
Kenne ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenne dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Geh bloß weg. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Der ist sehr freundlich. Der weiß auch nichts. Ah, schön. Schön. Aber wir bewegen uns nicht. Das ist ja heftig. Ist nur eine Animation nah am Boot, aber das Wasser selber bewegt sich nicht. Also, es bewegt sich an sich, aber nicht an uns vorbei. Cool. Naja. Versuchen wir mal, was in Erfahrung zu bringen hier. Wahrscheinlich auch rein sneaken können. Du weißt doch was bestimmt. Nee. Weiß er nicht. Hier bist du eindeutig falsch. Geh runter an die Arbeit. Sorry. Muss mal kurz das Auge kratzen hier. Oder reiben. Hier tummelt sich alles, was Rang und Namen hat. Ja. Und wir. Oh yeah. Die Loge ist wie eine Familie für ihn. Ich hab doch gerade schon mal angequatscht, ne? Für wen hältst du dich, Kumpel? Ja, war mir klar, dass du nichts Gescheites zu melden hast. Ah. Hast du den Bootsmann gesehen? Nee, aber ich möchte wetten, er ist besoffen im Maschinenraum. Möchtest du also wetten? Ich muss mal kurz hier rein, ich hab was gesehen. Ganz schön viele Stockwerke, dieses Bootchen hier. Also man sieht, glaube ich, ganz deutlich, dass wir uns nicht bewegen. Aber das Bootchen da hinten bewegt sich auf jeden Fall. Es sieht auch so aus, als wenn es einfach nur ein Kreis wäre, der um uns, der ja um das Boot herumgezogen ist. Und alles andere ist einfach nur so aufgemalter Horizont. So nach dem Motto. Ja, du kommst spät. Tommy, ja? Die Kanone ist in der Toilette im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Ja, aber warum nicht hier unten? Warum versteckt man den nicht hier unten? Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Ich will ihn. Und für die Ladies, die er bei seinen Partys auffährt, haben wir noch mehr.
was zu Salieri. Ja, dich hau ich jetzt gleich über die Planke da. Ja, hört sich gut an. Ich hoffe, den kann ich hier entsorgen. Ja, sehr schön. Tschüssi. Komm schon. Wo zur Hölle bist du? Früher auch immer schießen musste. Wir haben angehalten. Warum denn das? Das gefällt mir nicht. Ich werde mir mal kurz das First Aid hier reinzimmern. Also richtig schön auf dem Präsentierteller, ja. Hey, John, amüsieren Sie sich? Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir. Mein 50. Geburtstag und die bessere Zukunft von Lost Haven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke, danke euch allen. Und jetzt das Feuerwerk, hm? Geschossen? Oh, ein Comic eingesammelt hier. Ah, shit. Oh, no. Also ich glaube, ich habe zu früh geschossen. Ich werde jetzt einfach nochmal versuchen, ein bisschen länger zu warten. Ich wusste ja nicht, dass da noch mehr
Feuerzeug. Oh, hübsch. Auf mich zukommt. Entschuldigung, ich muss hier dauernd aufstoßen. Naja. Auf jeden Fall. Muss ich jetzt noch ein bisschen Geduld zeigen. Bis dieser Ladebildschirm vorbei ist. Schnell Entdeckung. Oh, der war ja nice. Alter. Der war schön. Such dir eine bessere Position, los! Ich hab schon eine. Warum trifft er denn nicht in den Kopf? Ah. Jetzt nehmen wir uns mal hier die Machine Gun mit. Mon ami. Ich probier's mal von der anderen Seite. Muss ich jetzt eigentlich runter? Fuck. Ich muss da lang. Du hast dir da einen schlechten Platz ausgesucht. Aber du bist schön über den Tisch geflogen, das muss ich dir lassen. Ah, eine Schrottflinte. Ah, da kann ich hin. Er springt halt einfach von Bord, ne? Geil. Kommt sofort hierher. On the way. Jetzt habe ich die Tommy Gun und eine Schrotflinte. Okay. Ihr denn hier? Achso. Jetzt hätte ich ihn fast noch weggerotzt. Happy Birthday. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Vielen, vielen herzlichen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder zocke. Mafia und so. Danke. Tschüss.